Bundeskanzler Nehammer hat gesagt, die ÖVP hat kein Korruptionsproblem. Da hat er vollkommen recht. Die ÖVP hat kein Korruptionsproblem, sie ist das Korruptionsproblem. Schauen Sie, das Ganze ist ja nicht mehr haltbar. Wir werden demnächst auf zackzack.at neue Chats veröffentlichen, wo es auch um den ORF geht und um einen mindestens genauso schmutzigen Deal. Wir werden große Sobotka-Chats veröffentlichen. Die wirklichen Veröffentlichungen und Enthüllungen kommen ja auf zackzack erst. Sie haben ja selbst gesehen, wir haben mit Sobotka und Gläubmüller gezeigt, wie die Oberstaatsanwaltschaft postenmäßig umgedreht und schwarz eingefärbt worden ist. Was der Salzburger Landesverfassungsschutzchef, der Herr Angerer, wie da geredet wird zwischen Gläubmüller und ihm über politisch Andersdenkende in der Polizei, da fallen Sätze wie: Merk dir die Arschlöcher über Leute, Salzburger Polizisten, die nicht der ÖVP angehören. Die sind nicht nur Böbel und Tiere, sondern jetzt im Kabinett Sobotka auch Arschlöcher. Und so geht das Ganze weiter. Das ist ein Zustand in der Republik, das haben wir ja alle nicht für möglich gehalten. Und der Punkt, an dem jetzt endlich auch die Grünen ein bisschen was verstehen sollten, ist: Mit der ÖVP kann Österreich nicht regiert werden. Weder was die Pandemie betrifft, noch was Korruption betrifft. Österreich ist mit einer ÖVP nicht regierbar. Die ÖVP muss raus aus der Regierung, entweder über Neuwahlen oder über eine Allianz der Vernunft zur Vorbereitung von Neuwahlen. Aber nur ohne ÖVP geht irgendwas in Österreich weiter. Man schreibt einen geheimen Sideletter zu einem Regierungsübereinkommen nur dann, wenn man irgendwas verstecken will. Das ist das eine und das ist problematisch genug. Das wirklich große politische Problem liegt aber darin, dass dieser Sideletter zwischen Sebastian Kurz und Werner Kogler, also zwischen ÖVP und Grünen, fast auf den Punkt genau dem entspricht, was zwei Jahre vorher Sebastian Kurz und HC Strache miteinander ausgemacht haben. Der grüne Sideletter ist vom freiheitlichen Sideletter abgeschrieben. Da wird klar gemacht, wir teilen uns in einem bestimmten Verhältnis in den staatsnahen Betrieben von der ÖBB und der ASFINAG bis zu Verbund und Post alles zwischen den beiden Parteien auf. Und das ist inakzeptabel. Das ist genau die Politik, die die Grünen, solange ich noch dabei war, bekämpft haben. Jetzt sind sie Teil dieser Politik. Ich halte das eigentlich für eine Bankrotterklärung. Das habe ich alles nicht für möglich gehalten. Die Grünen haben ja seinerzeit damit geworben, mit dem Satz, der Anstand würde Grün wählen. Jetzt hat sich der Satz geändert. Der Anstand will nichts mehr mit den Grünen zu tun haben. Und mit diesem Problem müssen die Grünen jetzt selbst fertig werden. Aber ich glaube nicht, dass die Grünen sich rehabilitieren können mit Kogler und Maurer an der Spitze. Das wird nicht gehen. Wann kommen die Grünen endlich drauf, dass es ihnen überhaupt nicht nützt, wenn sie genauso korrumpiert sind, genauso schäbig sind, genauso Sideletter schreiben wie die FPÖ und die ÖVP? Sie werden dafür nicht belohnt. Ihr Lohn ist, dass Ihnen die ÖVP mit diesem Rausspielen des Sideletters jetzt noch ein Hakel ins Kreuz haut. Das ist ja das Absurde bei der Geschichte. Die Grünen verspielen ihren guten Ruf und verjuxen ihr politisches Kapital und kriegen dann noch ein türkis-schwarzes Hackel ins Kreuz. Dümmer geht's nimmer. Die Grünen können sich's jetzt aussuchen. Sie werden entweder mit der ÖVP untergehen oder sie werden sich von der ÖVP, von Werner Kogler und Sigi Maurer trennen und einen schwierigen politischen Neubeginn versuchen. Die Grünen haben die Wahl. Ich bin selbst gespannt, wie sie sich entscheiden. Jetzt gab's
zuletzt ja auch einige Klagen, sehr hohe Klagen im sechsstelligen Bereich, teilweise glaube ich sogar im siebenstelligen Bereich, also Millionen Klagen gegen Ihr Portal Zack Zack, aber auch teilweise glaube ich auch gegen Sie als Privatperson und gegen Ihren Chefredakteur. Als Privatperson sehen Sie hinter diesen Klagen eigentlich auch die ÖVP? Ja, absolut. Nicht bei allen, aber bei den meisten Klagen lässt sich die Spur in eine Anwaltskanzlei zurückverfolgen, die ein nahe Verhältnis zur ÖVP hat und auch Novomatic vertritt. Diese Klagen, die man international als SLAPP-Klagen bezeichnet, haben nur ein Ziel, uns aufgrund der unglaublich hohen Millionen-Klagsummen mundtot zu machen. Wir wollen in jedem einzelnen Verfahren vor Gericht den Wahrheitsbeweis führen, aber Sie müssen sich vorstellen, wir müssen ja ständig Rückstellungen für die Prozesse bilden, auch wenn wir zum Schluss gewinnen. Ich muss Hunderttausende Euro zusammenbringen, damit wir überhaupt die Prozesse führen können gegen diese ÖVP-nahen Oligarchen. Und deswegen brauchen wir die Unterstützung der Menschen. Es sind in den letzten Tagen Hunderte unserem Club Zack Zack als fördernde Mitglieder beigetreten. Nur die ganz normalen Leute, die im Monat uns 10 Euro geben oder 15 Euro geben, das sind die, die unsere Unabhängigkeit garantieren können. Sie wissen, in Zack Zack gibt es kein Regierungsinserat, wir stehen keiner Partei nahe, wir sind nicht käuflich. Die Einzigen, die für uns was finanziell tun können, sind Unterstützerinnen und Unterstützer. Wenn es irgendwas zu berichten gibt, und nicht nur über die ÖVP, und das wichtig ist und es um Tatsachen geht, dann wird das auf Zack Zack stehen und da können Sie uns klagen, so viel Sie wollen. Die Wahrheit lässt sich nicht mundtot klagen, deswegen gibt es Zack Zack. Wie hoch ist diese Klagsumme mittlerweile, wenn man das alles zusammenzählt? Der Herr Benko, das ist so ein Kurzspezi aus dem Immobilienbereich, hat uns auf 2 Millionen geklagt. Zack, zack, auf 1 Million, meinen Chefredakteur Thomas Wallach, und das halte ich für besonders ungustiös, auf eine weitere Million persönlich. Der Drogenlokalbesitzer Martin Ho hat uns auch auf 1 Million Euro geklagt. Das sind schon einmal 3 Millionen. Dann gibt es noch Klagen vom Chef des Bundeskriminalamtes, der durch unsere Recherchen ziemlich ins Zwielicht gekommen ist und den sich der Untersuchungsausschuss genau anschauen wird, den Herrn Andreas Holzer und seine ganze Partie. Dann gibt es noch Gläubmüller-Klagen, Klagen des ehemaligen BVD-Vizechefs Zörer und. Das ist eine Klagslawine. Es kommt fast jede Woche wieder eine Klage dazu. Das Ziel ist, uns finanziell mundtot zu machen und dafür zu sorgen, dass mein Chefredakteur und ich öfter vor Gericht sitzen als in der Redaktion. Aber den Herrschaften sage ich es auch gern hier übers Fernsehen, ihr werdet euer Ziel nicht erreichen.